So, willkommen zurück bei Diablo 2 Lord of Destruction. Ich habe gerade in der Stadt nochmal kurz die Getränke ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen verändert, aber ansonsten nichts gemacht und mal kurz, also kurz mal geschaut nach Waffen, ob da was Sinnvolles bei ist. War es nicht. So, wir machen weiter in Unterkurast. Ein Ort, an dem die Kuh rast. Naja, vielleicht. Kühe habe ich noch nicht gesehen hier. Zumindest nicht hier. Wir bekommen, am Ende, nachdem wir durch Akt 5 durch sind, werde ich nochmal ganz kurz einen Blick ins Kuh-Level reinschmeißen. Ich denke mal, das kennen einige von euch ja auch schon. Sollte man meinen. Ich glaube, jeder, der irgendwie mit Diablo schon mal was zu tun gehabt hat, wird auch irgendwie in Berührung. Oder kennt zumindest den Namen Kuh-Level, behaupte ich einfach mal so ganz grob und dreist. So, was haben wir denn hier? Krummsäbel, ja, hier klauen, ist egal. Hier einen ollen Höllenbussarde heißen sie jetzt. Haben sich immer ein bisschen verändert hier. Schrein der Gesundheit. Und hier geht's auch direkt hoch. Also der Teil, Kurast eingeteilt in mehrere Teile. Unter Kurast, Basar von Kurast, Ober Kurast. Glaube ich zumindest. Ansonsten, oh, eine Talrune. Und ein Ring. Ansonsten wäre es gerade mal komisch. Glaube ich. Ja, Höllenschwarm. Haben wir schon, kennen wir aus dem zweiten Teil. Hatten dann eine andere Farbe, also aus dem zweiten Akt. Die waren in der Wüste, das waren die Sand-irgendwas, irgendwas Fliegendes halt, wisst ihr schon. Ich bin jetzt drauf aufgestiegen, das ist ganz schön. Gold, ja. Irgendwann lohnt sich das gefühlt nicht mehr, das Gold überhaupt aufzuheben, mal so gesehen. Und hier beim Basar und in Oberkurast, oder wie auch immer der obere Teil da heißen mag, wird es Eingänge in eine Kanalisation geben. Da sollten wir rein, weil da finden wir Sachen, die wir für unser Fortkommen brauchen. Das wäre sehr sinnvoll. So, Stufe 23 bin ich. Hier kommen. Nächster geht auf Geschick. Jetzt noch nicht. Und ich bin mir noch nicht sicher. Die Hämmer hier, die sind zwar ganz nett, aber... Ja. Wobei, ich hau dann nochmal einen rein. Ich habe ja einen Speinsorn wahrscheinlich. Aber ich werde vermutlich bei der nächsten Stufe, die ich aufsteige, werde ich mal zurück in den Akt 1 gehen. Und dort mal gucken, dass ich, Hämmerchen, hallo, dass ich mir die Fähigkeiten zurücksetzen lasse. Das wäre mal ganz schön. Ich hatte auch gerade nochmal geschaut, ich muss nochmal herausfinden, ob man das mit dem, Waffen verzaubert, ob man das wirklich nur mit weißen Gegenständen machen kann oder nicht. Wahrscheinlich habt ihr das schon in den Kommentaren geschrieben. Die habe ich noch nicht gelesen jetzt. Aber, können wir mal schauen. Vielleicht finde ich das auch noch selbst heraus. Wobei, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich Skrupel, das an irgendwelchen wilden Waffen auszuprobieren. Und dann funktioniert das nicht. Dann mache ich da irgendwie ein großes Trara von wegen, jetzt verzaubern wir diesen Gegenstand. Und dann, renne ich da hin und das funktioniert nicht. Das wäre ein bisschen schade. Oder wäre nicht sehr überzeugend, sage ich mal. Schade? Nicht, aber nicht sehr überzeugend. So. Genau, ein bisschen hier die... Also ich mag die Brunnen vor allem, weil die heilen, die füllen sich auch einigermaßen fix wieder auf. Die sind wirklich praktisch. Füllen zwar Leben und Mana nur halb auf, aber füllen halt auch Ausdauer auf. Und, wie gesagt, die sind praktisch. Das hier ist nicht der Kanalisationseingang. Es gibt noch eine weitere Sache, die man zu suchen hat hier. Kanalisation. Es gibt noch eine andere Sache. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür extra irgendeine Nachricht, irgendeine Meldung brauchen. Und zwar gibt es hier einige zufällig verteilte solche Tempelchen oder solche Anlagen hier. Und da lohnt es sich manchmal einen Blick reinzuwerfen. Da gibt es irgendwas gab es da. Ich weiß nicht, ob es ein spezielles Buch war oder ein spezielles Item oder sowas. Kann ich gerade mal nicht genau sagen. Aber irgendwas gab es da. Das weiß ich noch. Ah, das bringt genau gar nichts. Ja, also Konzentration ist schon eine nette Sache hier. Wünscht man sich manchmal auch im Echtleben. Eis, Fetzer, der Grimmige ist da vor uns. Und ist grimmig und fetzig. Und lässt ungefähr nichts Schönes fallen. Na gut, eine Doppelachs halt. Ja, Brustpanzer und so. Hier, komm, ist okay. Und ich muss noch unbedingt hier bald mal wegen der Runen schauen, dass wir da ein schönes Bild uns mal zusammen basteln. Wie gesagt, hier die unteren Bereiche, es gibt so ein paar Sachen, die man durch obenliegende Gebäude erreichen kann. Solche Art Kellerbereiche hier.
von denen sind die meisten vollkommen optional und vollkommen egal, aber es gibt einen, glaube ich, immer der per Zufall ausgewählt wird, in dem man irgendwas finden kann. Ja, mehr kann ich aber im Moment auch nicht zu sagen. ab dem Punkt oder in dem Punkt ist mein Gedächtnis ein bisschen lückenhaft, was genau man da gefunden hat. Es war, glaube ich, irgendein Questgegenstand. Irgendwas halbwegs Interessantes. Aber das haben wir jetzt mal nicht gefunden. Das hätten wir, glaube ich, mitbekommen. Und hauen wir nochmal hier ein bisschen drauf. Ja, ist ja gut. Ja, nicht genug Mana. Pulsdorn der Säger. Aha. Alles klar. Da weiß ich ja Bescheid. Na, plopp. Ja, schauen wir uns halt die anderen Sachen nochmal an. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendwas Wichtiges war. Die wichtigen Teile zum Durchkommen für diesen Akt, dem auf 4 und plus 4. Kältewiderstand plus irgendwas. Nee, die wichtigen Teile findet man an anderen Stellen. In der Kanalisation und dann direkt vorm Eingang zu den Kerkern des Hasses. Oberkurs, genau. Und Travinkal. Da gibt es noch die Wegpunkte. Also im Prinzip, wir könnten, wenn wir wollten, könnten wir da einigermaßen durchrushen jetzt. Einfach zielsicher in die Kanalisation gehen, da dann rumrennen, ganz gegen einfach stehen lassen. Aber ich glaube, es wäre gar nicht mal so verkehrt, hier noch ein Levelchen aufzusteigen. Ich bin im Moment nicht ganz sicher, auf welchem Level die Gegner gerade mal sind hier. Oder beziehungsweise welchen Level ich selbst haben sollte aus Sicht des Spieles an dieser Stelle. Wie gesagt, das hängt mit dem Level vom Gegner dann zusammen, dass es dann für uns einfacher wird, je höher unser eigener Level ist. Weil die Gegner haben sowas auch. Ein Schatz. Toll. Ja, sowas wie Gegengift-Elixier und Ausdauer-Elixier und hier Entfrierungskrams habe ich irgendwie früher nie benutzt. Hat mich nicht wirklich interessiert. Es kann sehr praktisch sein, aber dafür eine eigene Sparte hier im Gürtel zu verbrauchen, fand ich immer so ein bisschen albern. Und dafür ins Menü zu gehen, fand ich auch ein bisschen albern. Deswegen, klar kann man sich das hier, man kann den Gürtel schön bunt gestalten, aber letztendlich bin ich mir nicht sicher, wie, also ich käme da spontan da weniger mit klar, glaube ich mal, behaupte ich mal. Wäre halt alles, müsste man halt sich halt alles genauer anschauen, wie man das dann aufbaut, was man wohin packt. Solchen ganzen Kram. Einfach alles wild reinpacken. Mag nett sein, aber naja, weiß ich nicht. Es sei denn, man hat das so. Guck mal, da geht's in die Kanalisation. Ja. Dass man nicht Mana und Lebenstränke getrennt hat, sondern dass man da die Regenerationstränke hat. Das wäre eine Möglichkeit. So, will ich hier rein? Ich will noch nicht rein, ich gehe gleich da rein. Hier vorne noch gucken, da sind noch bestimmt Tempel, wo Krempel drin ist. Quasi ein richtiger Tempel, Krempel-Tempel, so rum. So, wird ein Schuh draus. Wie gesagt, keine Ahnung, was man da genau findet. Das war bestimmt irgendwas Tolles. So. Ich renne mal ein bisschen durch die Gegend hier, ne? Auch Kanalisationseingang, okay. Ja, und die Kanalisation streckt sich halt vom Basar bis nach Oberkuras hin. Normalerweise. Ja, aua. Ist ja gut, Kinders. Also, da ich aber nicht den Eindruck habe, dass ich gerade mal Schwierigkeiten habe hier, brauche ich eigentlich theoretisch auch gar nicht so wahnsinnig viel aufsteigen. Ich denke mal, bis zu Mephisto werden wir auf jeden Fall Stufe 24 sein. Das heißt, ich werde neue Fähigkeiten haben, die durchaus praktisch sein könnten. Langschwert, ein weißes Langschwert. Ja. Deswegen, wahrscheinlich, können wir dann vorher auch nochmal die Fähigkeiten, also erstmal gucken, was überhaupt neu ist, dann vielleicht, falls irgendwas unklar sein sollte, mal kurz testen. Also ganz grob behaupte ich mal, kenne ich die Fähigkeiten. Und, dass wir dann nochmal die ganzen Fähigkeiten zurücksetzen lassen. Um entsprechend hier die Chance zu haben, ein bisschen sinnvoller zu skillen. Weil ich habe jetzt ein paar Sachen geskillt, die ich überhaupt nicht mehr benutze. Ja, deswegen wäre es durchaus sinnvoll, da ein bisschen die Punkte sinnvoller zu verteilen. Das wäre schön. Ich würde mich sehr freuen. Hallo, ihr Fleischjäger. Ah, das sind bestimmt alles Vegetarier. So. Da müssen die aber Fleischfresserjäger heißen. Die Hämmer hier drin sind immer
so ein bisschen. Heißt es Hammer? Hammer? Mehrere? Manchmal. Es gibt manchmal so Momente. Da bin ich mir auch nicht sicher. Obwohl ich das Wort an sich kenne, behaupte ich mal, und die deutsche Sprache an sich auch ganz okay kann. Aber manchmal, ne? Gibt es denn einzelne Begriffe, wo man die gefühlt zu oft gesagt hat und dann klingen sie plötzlich komisch im Kopf. Das irritiert dann auf einmal. So. Das ist immer. Es geht auch. Es geht. Der geht. Ah. Bright Eggs. Kann ich nicht mitnehmen. Ach Mensch, aber auch. Wir können uns... ich bin mir nicht sicher, ob wir das uns sockeln lassen können. Bin ich mir echt nicht sicher. Hat sie was von nur Waffen gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich schon mal erwähnt. Mana Flaps. So, ist hier was? Oh, hier ist was. Ein Buch. Lamm, Esel, Zwoliant. Ja, würde ich hier mitnehmen. Brauche ich Platz für. Das ist gut. Dann brauche ich nicht die anderen Sachen hier durchforsten. Das ist sehr, sehr gut. So. Hey, ja. So, stirb! Und zwar du, nicht ich. Ach nö, jetzt schmeißen die ihre Meteore hier. Die Zauberin auch kann übrigens. Auch die Feuerbälle, das was die schmeißen hier, die kann die Zauberin auch. Und meine Begleitung ist tot. Wahrscheinlich schon vor Stunden und ich habe es nicht mitbekommen. Ja, vorhin als ich gecheckt habe, da war sie noch da, also er. Die Begleitung der Kerl. Da. Sprechen Sie mit Alcor. Aha. Der Alcoholiker. Das schauen wir doch mal, was er so macht. Also, Portal, da. Ich komme gerade durcheinander. Ich weiß nicht warum. Eigentlich kenne ich das Spiel grob. Guten Tag. Hallo. Ja. Alcor. Der hat doch mal hier Handy-Krams gemacht. Ihr habt das Buch gefunden. Es dürfte uns einen Einblick in die Natur der großen Übel geben. Ah, aber was euch betrifft. Ah, ich erinnere mich an die Belohnung. Hätten wir vorher einfach mal mit Alcor reden sollen, vielleicht. Ich glaube, irgendwann werde ich hier den Schild auch nochmal austauschen. Ist mir den Widerstandsarten ist mir nett und Verteidigung ist auch nett. Aber. Und Angriffswert ist auch nett. Wegstoßung habe ich bisher noch wenig von gemerkt. Langsam Ziel. Was sind eigentlich alles gute Sachen, muss ich ja sagen. Eigentlich gefallen mir die ganzen Werte. Oha. Axtklasse, ist das? Zweihandschaden steht da. Schade. Als Einhand hätte ich die spontan mal benutzt. Als Zweihand, ich will jetzt nicht ohne Schild hier durch die Gegend eiern. Da sind auch spontan die Effekte weg. Hey, komm, das brauchen wir eh nicht. Hätte ich sonst gemacht. Ich hätte schöne Runen da reingeworfen. Ich würde gerne mit Schild unterwegs sein, weil ich den Eindruck habe, dass ich da durchaus mehr von habe. Beziehungsweise so ewig haltbar ist der Charakter doch nicht. Ups. Als dass er irgendwie viel Schaden einfach wegstecken könnte. Möge das schwarze Buch uns vom Bösen erlösen. So, was wir bekommen haben. 5 Punkte. Es sind nicht viele. Aber es sind 5 Punkte. So. Von daher ist es schon mal gut, dass wir die mitgenommen haben. Die gibt es dann einfach mal so für die Aufgabe. Die haben wir noch gar nicht gehabt. Die Talrune. Anbringung möglich angesorgt. Gegenstände, klar. Waffen plus 75 Giftschaden dauert 5 Sekunden. Das ist, macht zumindest Schaden. Und alles andere Giftwiderstand plus 30%. Ja. Ich finde, das kann man machen. Ist sehr in Ordnung. Und dann ist die Kiste bald voll hier. Ich kann doch nicht immer jeden Quatsch aufbewahren hier. Ach Mensch, ey. Ist immer das Gleiche. Das ist übrigens, das haben wir übrigens eingesammelt. Hier, der Gitbin. Da, toll, ne? Jetzt schwebt er da vor sich hin. Und hat Urlaub. Guten Abend. Hallo. Handeln. Was haben wir denn hier noch? Nichts wirklich Schönes. Ja, Chance auf Gegenstand. Ja. Ja. Warte, ich wollte gerade sagen, haben die das Gleiche? Ne, haben sie nicht, aber... Sonst hätte mich die verschiedene Farbe gewundert. Chance auf magischen Gegenstand. Ja. Ich überlege, ob ich die mitnehmen sollte. Ich meine, hier haben wir Angriffswert, ne? Aber Gegenstand und so. Das kann manchmal die Chance erhöhen, dass wir da irgendwas Schönes finden.
Ja, komm. Gut, dann können wir uns auch einen anderen Schild holen, der mehr Blockchance hat. Das werde ich aber bei Herrn Möpelmann machen, beim Schmied, bei Hartley. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller, weil er ein bisschen mehr Auswahl hat. Und dann ist es halt frisch vom Schmied. Das ist keine zugeklaute Zweitware. Ja, das ist, hier ist alles Qualität, da ist Qualität. 54% Chance zu blocken. Sogar 64%. Schnellere Abblockrate sogar. Ja, komm, gib her einen Quatsch. Fantastisch. Ich könnte die Sachen ich will die nicht verkaufen. Ich verkaufe die. Ja, na, was soll ich damit? Meine Güte. Brauche ich nicht, kann ich nicht, habe ich nicht. 115 Verteidigung hätten wir da als Chance. Ja, ich will das behalten hier. Wenn da was gesockelt wäre, wäre es was anderes, aber so. Nee, so ist es nicht meins. Waffentechnisch hier. Ich glaube, im Moment können noch überhaupt keine so wahnsinnig fantastischen Sachen entstehen hier. Weil dafür unsere Stufe einfach mal zu gering ist. Nee, die Stufe nicht, weil dafür die Schwierigkeitsstufe vom Spiel zu gering ist. Gerade mal. Oder ich weiß es nicht. Vom Charakter kannst du eigentlich nicht abhängen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie dem auch sei. Oha. Achso, ich wollte noch hier bei dem Kollegen schauen. Bei Ormus. Ja. Aber noch was Schönes hat hier. Nö. Hat er nicht. Wir können das mal testen hier. Das Ding hier. Gib mir einen Quatsch. Ich gehe mal in den ersten Akt. Um nochmal wieder dort gewesen zu sein. Aha, hier. Lager der Jägerinnen. Chasi. Hauen Sie mal einen rein hier. Wenn das geht, ne? Und das einigermaßen schön wird. Das wäre schön. Oh, hallo. Es ist schön. Ja, aber hallo. Hey. Ja. Geht nicht. Keine magischen, gesorgten, seltenen, speziellen oder Set-Gegenstände. Kein Zauberschmuck. Yep. So viel dazu. Haben wir gut herausgefunden. So, tschüss. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Ich würde da schon gerne eine Waffe verzaubern. Die sind, das ist... Wobei Waffen eigentlich... Warte mal, gehe ich hier lang? Ne, ich gehe hier hin. Obwohl Waffen, ich hätte mal oben lang gehen sollen. Obwohl Waffen, sag ich mal, relativ schnell austauschbar sind. Rüstung kann man, glaube ich, auch mal einen Ticken länger tragen, theoretisch. Wenn die Effekte stimmen. Aber so eine Waffe, wenn man eine findet, die offensichtlich mehr Schaden macht. Boah. Wenn er vielleicht einen anderen Gegenstand verzaubern hätte, ein bisschen mehr Zukunft. Aber wer weiß. So, wir haben jetzt hier die Kanalisation. Die ist ein bisschen dunkel. Wir müssen einen speziellen Weg nach unten finden. Damit wir in die untere Etage kommen. Deswegen sind Wege nach unten immer ganz gut. Nach oben wäre immer ein bisschen komisch. Zumindest dann, wenn man nach unten will. Wo auch das genau sein wird. Hängt ein bisschen vom Zufall ab. Das wird alles zufällig generiert hier. Oder wurde es bereits. Deswegen so ganz eindeutig eine L-Rune. Ja, haben wir schon ein paar Stück. Deswegen muss man da ein bisschen schauen. Es gibt deswegen keinen wirklich idealen Weg, wenn man irgendwie besonders schnell hier durchkommen wollte. Weil man nicht an spezielle Sachen, an spezielle Stellen hinlatschen kann. Das geht halt leider nicht. Ist ja auch nicht weiter schlimm, ne? Weil es soll ja auch kein Speedrun werden. Aber das würde einen Speedrun oder macht einen Speedrun doch ein bisschen schwieriger. Doch, die Hämmer. Sind schon okay. Kann man machen. MC. Hammer. MC Schraubenschlüssel in der Haus. Das, da geht's nach oben.